Olivier Immeke ist Single und auf der Suche nach einer Partnerin. Was sich ohnehin schon als nicht ganz einfach gestalten kann, wird in Corona-Zeiten noch einmal komplizierter. Die Frühlingsgefühle kommen quasi hoch, ja. Der optimale Zeitpunkt, um sich in einen Café zu setzen, um in eine Bar abends zu gehen, durchaus auch mal mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und womöglich vielleicht auch jemanden Potenzielles mal kennenzulernen, existiert halt momentan nicht. Die Alternative heißt Online-Dating. Portale wie Parship profitieren von den Ausgangsbeschränkungen. Die Mitgliederzahlen steigen und es werden mehr Nachrichten versendet. Wir stellen tatsächlich fest, dass ganz viel mehr Bewegung und Aktivität zu verzeichnen ist. Das heißt also, unsere Mitglieder kommunizieren mehr miteinander und sie kommunizieren auch häufiger. Für die Psychologin Anna Konstantina Richter ist dieser Trend nicht überraschend. In schwierigen Zeiten wünschen sich Menschen eine Bezugsperson. Trotzdem erkennt sie in der Krise eine Chance. Natürlich wird ein erstes Treffen, bei dem man sich endlich anfassen kann, natürlich nochmal eine ganz andere Qualität haben als in anderen Zeiten. Also das heißt, sich bewusst zu machen, wie wenig selbstverständlich eine Berührung ist, ist doch auch eine großartige Sache. Bis dahin muss sich Olivier Immeke noch gedulden und kann vorerst weiter nur per Smartphone flirten.